Hallo und herzlich willkommen hier zum Graveyard Fieber. Es geht wieder weiter, Leute. Ja. Das letzte Mal haben sich ja die Ereignisse schon wieder mal überschlagen und meinen Tagesplan außer Kraft gesetzt. Ne? Es gab einen Vampir im Dorf oder gibt es immer noch. Da müssen wir erkunden, wer es ist. Und irgendwer wollte uns schon sozusagen um die Ecke bringen, weil er nicht glaubt, dass wir kein Vampir sind. Entschuldigung. Und ja, jetzt will der Esel auch schon wieder was von uns. Ja. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir so langsam mal das Ganze in den Griff kriegen. Wir brauchen endlich diese Eisenverarbeitung. Und da müssen wir uns mal auch mal ein paar Eisenteile besorgen beim Schmied. Weil ohne die läuft's nicht. Wir haben die halt schon rausgepulvert, ne? Hätten wir das anders gemacht, hätten wir den vorhandenen Eisenteilen, die wir gehabt hätten, das anders gemanagt, weil ich tue eigentlich ungern mir Sachen so erkaufen, weil wenn ich alles kaufen kann oder bei Spielen Kredit aufnehmen kann, dann habe ich es ja wesentlich einfacher, ne? Dann geht halt alles wesentlich schneller und wir wollen ja eigentlich sehr gemütlich und langsam auch das Spiel durchspielen, ne? Wen das nicht interessiert, ja gut, der ist ja da ein bisschen fehl am Platz, ne? Gut, ich denke, dass aber noch einiges kommen wird auf jeden Fall und es ist ja überfallartig hier natürlich wieder kommt, ne? Da liegt halt auch an den DLCs und so weiter, ne? So, wir gucken mal, was der Esel von uns möchte. Eins, zwei, drei, vier. Esel verdienen noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Aber das geht doch nicht. Ich hab doch einen Vertrag. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Ja, jetzt tut da noch das Bodenpersonal streiken sozusagen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ich ertrag diesen Klang nicht mehr. Dieses Iku, Iku, Iku. Oder wie? Ja. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Kirchentag. Ja, Sonntag musste kaum. Ja, da brauche ich auch keine Leichen. Und zuletzt will ich besser bezahlt werden von dir. Was ist ja von mir? Geh mal in die Stadt, die müssen das bezahlen. Ja, das denke ich mir gerade auch. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum und natürlich sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Ja, ich habe nie gesagt, dass das mein Eigentum ist. Die kommen nur auf meinen Friedhof. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Gurten im Voraus. Aha. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Okay. Wenn dir das nicht passt, kannst du einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt ja keinen anderen Esel. Nein. So, okay. Da können wir die Kiste aufbauen. Zumindest hat er schon Baumaterial mitgebracht. Aber auch müssen wir das noch, ne? Gut. Und jetzt steckt er die Karotten rein. Moment. Ja, Moment mal. 5 Karotten hat es geheißen. Das heißt aber 10. Ne? Aber gut, Gott sei Dank habe ich schon vorgearbeitet. Tatsächlich wusste ich jetzt natürlich, dass das kommt. Ne? Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Also warum soll sich da die Mechanik grundlegend ändern? Na also, war doch gar nicht so schwierig. Ah, und das ist erst der Anfang. Musst du das unbedingt hier machen? Ja, ich muss. Das ist nicht deine Straße und das ist mein Manifest. Na toll. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch. Nur nicht zu dir. Okay, ja dann. Geh, verschwinde. Fertigen, haben wir das jetzt? Hä? Ach so. Hä? Wieso? Ich hab doch die jetzt da rein und warum? Naja, okay. Gib Öl. Ach so, der streikt so lange, wie er kein Öl hat. Ach nee. Kriegen wir keine Leiche mehr so schnell. Naja, gut, okay. Dann machen wir jetzt halt mal unseren Plan weiter. Was ist heute? Anmuttag, oder? Ja, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Die will erstmal mit uns reden. Dann machen wir erstmal unser Programm weiter. Ich habe ja gesagt, jetzt machen wir endlich mal das mit dem Friedhof hier. Mit dem. Weil, wenn ich das jetzt rausnehme. Ja, gut, dann ziehen wir halt noch einen Zähler weiter ab, was soll's.
Exhumieren. Ja. Wie geht es jetzt? Ach, schaufeln. Erstmal schaufeln, klar. So, 100% hat die Leiche. Jetzt haben wir halt minus 2, klar, weil das jetzt ausgehoben ist, aber was soll's. Wir haben schon ein bisschen mehr gearbeitet. So, und jetzt tun wir mal die Leiche hier komplett zerlegen. Ist zwar eine gute, aber ja, was will ich machen? Es wurde gefordert, ich muss machen. So. Natürlich, warte mal, wir könnten erstmal, ich weiß, dass ich da mehr Schädel bekomme wahrscheinlich. Jetzt nehmen wir mal erst einmal. Ja gut, das Fleisch rausnehmen, das ist sowieso schlecht. Das wird schon irgendwie. Was ist denn das ja jetzt? Fällt in. Aha. Achso, wenn ich das analysiert habe, dann weiß ich, in was das dann zerfällt. In rein. So. Wir haben gesagt, wir zerlegen die komplett, weil wir sie eh verbrennen. Wir verhunzen die Leiche jetzt. Oh, das ging gut sogar. Oh. Ja, aber ich habe auch einen weißen Schädel entfernt. Aber ich habe auch den roten hier mit dem Darm rausgenommen oder mit den Innereien. So, warte mal. Das ist, wie gesagt, egal. Jetzt nehmen wir den Knochen. Mal gucken, was dann passiert. Wir werden wahrscheinlich eh wieder einen Ärzte-Push reinbauen. Nee. Okay, interessant. Warum bauen wir keinen Push rein? Ja, wenn das so gut läuft, dann nehmen wir mal das Hirn noch raus. Wie gesagt, wir nehmen alle Teile mal raus. Die können wir dann auch analysieren. So, ja, jetzt kriegt der immer wieder Schädel hier natürlich, auch weiße. Man könnte das jetzt auch wieder reinstopfen, aber im Moment haben wir noch keinen Frisch gemacht tatsächlich. Jetzt haben wir die Haut weg. Wundert mich eigentlich, dass ich jetzt habe wieder einen roten drin. Haut entfernen ist ganz schlecht. Wenn da kannst du natürlich entgegenwirken, wenn du jetzt wieder das Fett rausnimmst zum Beispiel, ne? Das Herz wird wahrscheinlich auch nicht so prickelnd sein, wenn wir das rausnehmen. Ja, jetzt haben wir den ersten Push. Jetzt haben wir schon 2 rote Schädel. Ich meine, dem können wir jetzt entgegenwirken, wenn wir das Blut abzapfen hier. So, den Schädel. Ja, jetzt können wir es eh nicht mehr gegenkompensieren. Jetzt nehmen wir noch das Fleisch raus. Wir sind so frei. Mehr rote Schädel gibt es aber nicht. Jetzt können wir wieder gegen tun. Jetzt kriegen wir da. Ach, nicht genug Dings. Braucht ja alles Energy. Und wir haben ja ein bisschen Essen. Ja. So, dann haben wir sie komplett geflattelt hier, die Leiche. So. Wie bei den Ägyptern, ne? Die nehmen ja auch alles raus und tun die Krüge konservieren dann. Bei den Pharaonen zum Beispiel. Leiche nehmen. Er hat einen Push, kriegen wir nicht weg. Ja, wir könnten da jetzt zum Beispiel Sachen reinstopfen. Ne? Leiche nehmen. So, und die tun wir jetzt auf den Verbrennungshaufen schmeißen. Dann haben wir auch mal verbrannt. Leicht Fokus abgekommen. Da geht's hin. Legen. F. Hui! Feuerio! Ja, und da brauchen wir wieder diese Holzplätze da. Wie lang brennt denn das jetzt? Sieht man nicht. Okay, lassen wir es mal. Ich weiß, dass man Öl bei diesem Tonheinzis da in dem Krug da kaufen kann, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will es, wie gesagt, echt aus eigenem Antrieb herstellen. Ne? Das wird einigen von euch nicht gefallen, die dann sagen, ja, das ist doch blöd, warum machst du das schnell, schnell? Ja, weil ich nicht schnell, schnell machen will. Und wir haben wieder genug Krempel hier drin im Inventar. Jetzt haben wir auf einmal wieder 40 Inventar. Warum? Wir hatten das letzte Mal nur 20 Merkwürden. Ich verstehe es nicht. So, warte mal, warte. Die Maten kommen hier noch rein. Mal da noch reinschmeißen. Was ist denn das? Flusssand. Den können wir auch da reinlassen. Ja, wir haben jetzt den Zen-Garten, wo wir drin meditieren können, aber das ist eigentlich Käse. Was soll ich da meditieren wollen? Ja, warte mal, Schiff. Ach, die Chaoslösung, die muss ich auch mal weglegen. Die will ich nicht. Cool. Gebratene Pilze, Honig brauchen noch ein bisschen was. Die Geschichten kommen in die Kirche. Genauso die Knochen und so will ich eigentlich auch in der Kirche unten lagern.
Haut nicht beendet. Ja, das müssen wir also forschen, aber wir brauchen Forschungspunkte. So. Ui, ja, genau. Ich sehe immer, wenn Shift drückt, dann werde ich schneller. So, der kommt alles in die Küchenkiste. Sonst noch was? Fett brauchen wir, glaube ich, nicht zum Kochen. Ja, wer will das schon? Leichenfett, das ist ja ekelhaft. So, ui, ja, schon wieder. Ja. Gut, jetzt haben wir nicht mehr so viel Energie. Aber gut, wir können gegenessen. Wir haben ja noch die Spieße. Ich möchte mal daher legen. Weil so schnell bin ich noch nie ins Bett. So, lass mal gucken. Brennholz. Mit Brennholz kriegen wir, wenn wir die Gräberdinger da recyceln. Wir machen natürlich bessere Gräber, das ist ja wohl klar. Da können wir Nägel, wir brauchen halt die Barren, die Eisenstücke und so weiter. Und ihr kennt es ja. Holzscheide. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal ins Dorf. Ja, den Schleifstein da reinlegen könnte. Ach, Moment. Hä? Ach. Da ist er, Ruhestein. Das sieht halt so ähnlich aus, ne? Bloß, dass das so blaues Ding drin hat. Wohin? Wo das Pferd ist eigentlich am näherliegendsten. Schade, dass wir nicht direkt Schmiede beamen können, aber okay. Es ist ja kein Wunschkonzert. Die Schmiede, wo waren die Schmiede? Ne, ist das so weit? Da ist noch ein Weg. Da ist die Schmiede. Der hat auch so Zeug hier liegen, das können wir mitnehmen. Ja, leider können wir nicht selber an dem Amboss oder da am Ofen was machen. Er hat einen Schleifstein, da können wir schleifen, aber ja, sonst auch nicht. Reden. Handeln. So, wir hätten ein paar Nägel, aber wir brauchen das Zeug nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt für den Ofen brauchen. Ich meine, wir haben ein paar Silberlinge und so. Gut, ist, ich glaube, 6 oder so brauchen wir. Okay. Mal schönes Geld. Oh nee. Aber es muss sein. So, Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir verabscheuen uns. So, damit ist eigentlich der Tag auch schon so langsam gelaufen. Stimmt, wir können am Friedhof jetzt auch schon so ein Urnendings bauen, aber ja gut, das ist glaube ich auch wieder mit sehr viel Arbeit verbunden. So, die Musik weiß gerade nicht, was sie will. Ah, Inquisitor? Nee, heute war Inquisitionstag. Ach so, ja. Ja. Wer es in die Kommentare geschrieben hat, vielen Dank. Ich hab's natürlich wieder verbaselt, ne? Ja, gut. Aber wo wir Apfelbäume kriegen, das weiß ich immer noch nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon in die Kommentare geschrieben. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so direkt immer auf die Kommentare eingehen kann, weil ich ja staffelweise aufnehme. Und bis ich das gelesen habe, habe ich manchmal sogar schon selber die Lösung gefunden. Ne? Ja. So der Terminus. Dass es auch andere wissen, die vielleicht hier neu reingestolpert sind. Ja, genau. Ich wollte am Tisch den Ofen. Da brauchen wir noch. Haben wir ja gut 4 Hätten gereicht. Naja, okay. Können wir welche zurückgeben? Ja, ich will eigentlich nur so viel wie nötig immer kaufen. Also wir brauchen 14 Steine. Ich weiß, die Steinquader, die können wir dann in Meerfelsen zerlegen. Da kommen wir nicht ran. Da. So, jetzt ist Astrologentag. Ja, für den haben wir nichts. So, ein Stein. Na, ein Stein gibt auch wirklich nur einen Stein. Wer hätte es gedacht? Mal hier Steine suchen gehen. Ja, aber hier liegen ja immer wieder welche rum. Von daher. Außerdem stören die hier. Ah, da gab es 2. Oh, 3. Wow, es werden mehr. Warte. Ach, keiner lacht. Jetzt müssten wir bei 13 Steinen sein oder so. Ui.
Nein, ich will das nicht ausgraben. Nee. Da ist er gleich wieder zum nächsten Punkt gesprungen. Also man kann ja auch mal ein paar mehr haben. Man muss ja nicht immer hier punktgenau haben. Bei Stein ist es wurscht. So. Also unser unsinniger Standgarten. Ich werde doch nicht. Na gut, wenn meditieren vielleicht genauso gut wie schlafen ist. Ich weiß es nicht. So. Jetzt hat er Fertigung. Bauen. Ofen. Oh, nee. Nein. Oh, bitte nicht. Ich hab ein Problem. Ja. Ich kann den nirgends hinpfeffern. Oh nee, was braucht denn der? 5x7. Och, Menno. Das ist doch. Da. Nee, da wird's auch nicht reinpassen. Das ist doch bescheuert, Leute. Okay, gut. Dann müssten wir eigentlich erweitern, ne? Da brauchen wir komplexe Eisenstücke. Oh nee, Leute, das ist doch scheiße. Sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber. Wir den Amboss versetzen hier. Könnte nur das. Ich kann den. Ich weiß gar nicht, wenn ich den entferne, kriege ich da ich Material raus. Warte mal, hölzerner Amboss. Ja, aber dann wird es ja wieder gehen, ne? Warte mal, drehen können wir dann ja nicht, ne? Dann kommt er daher. So. Warte mal, da können wir gleich entfernen drücken. Blub. So. Ah, Mensch, ey, das. Naja, gut. Gott sei Dank haben wir zwei mehr gekauft. Das rechtfertigt sich jetzt wieder. So. Ah, wir kriegen Metallschrott raus. Einfache Eisenstücke, Holzscheit, okay. Also mir ging da schon was zurück, aber nicht, glaub, das, was wir investiert haben, ne? So, fertigen. Ach, das ist schon fertig. So, gut, dann können wir jetzt den Ofen da oben hinstellen. Ja, es wäre schöner, wenn man was verschieben könnte einfach, ne? Abbauen, dann wieder anders hinstellen. Aber ja, ist leider nicht so. Weiß gar nicht, ob es da mal einen Mod gegeben hätte, dass das ging oder so. Ah, nee. Das geht doch immer noch nicht. Warte mal. Wir müssen das anders drehen. Geht aber nicht. Nee, geht ja auch nicht. Also wir kriegen den definitiv nicht hier hin. Ja, so ein Sheet. Sheetegram. Da unten wäre es jetzt wieder gegangen. Was ist denn jetzt im Weg? Der Stein, Tisch. Aber den kriege ich. Ich krieg den nirgendwo unter, Leute. Ja. Warte mal, lass mich was gucken. Nee, es gibt nur. Ach ja. Was wieder. Wie viele komplexe Teile brauchen wir? Zehn. Ich glaube, ja, am. Amboss 2. Hm, aber das. Wir brauchen halt erstmal den Schmelzofen. Das ist ein ganzes Problem, ne? Boah, da, wir reißen den Steindinger hier nochmal ab. Hier, das ist ein. Den brauchen wir eh noch. Oder, ja, nee, den brauchen wir schon noch, aber. Aber jetzt nicht gleich, oder? Warte mal. Was kostet der Erzstapel hier? Steinvorrat, Steinschneider, Eisenlager, ach, das kostet mir noch Bretter. Aber den kriegen wir hier oben auch nicht hin. Eisenerzlager. Das ist ja eigentlich nur für die Quaderfelsen, oder? Dann können wir drauf erstmal verzichten. Wenn wir mehr Platz haben, dann können wir den hinbauen. Da unten wäre mir eigentlich auch lieber, ne? Weil das passt dann vom Ding her. Das ist 5x4. Und das Eisenlager braucht 6x. Moment, passt das denn überhaupt hier hin? Nee, das würde hier gar nicht reinpassen. Nee. So effizient geht es leider nicht. Gut, dann machen wir mal das Abreißen. Blub. Ja,
Es tut mir leid, aber wir müssen ja, jetzt wollte ich schon sagen, den Kamin bauen. Nein, Rennwasser. Hier arbeiten. Braucht doch noch einen Haufen Energie. Heieiei. Na toll. So, zwei Balken haben wir zurückbekommen. Entschuldigung. Da pfeift der Wind wieder. So, wo ist denn jetzt? Ah, da. Ich habe jetzt ja nach der Ofen ist weg hier. So, den können wir so oder so drehen. Machen wir es mal. Ja, es ist eigentlich immer noch doof, aber okay. Stellen wir mal dahin. Ich hätte ihn am liebsten da oben gehabt, aber okay. So, da müssen wir ihn auch wieder aufbauen. Bausatz hier. Na, die Energie ist blöd. Einer was zum Essen. Augenschein im Inventar nicht. Wir können mal wieder das Inventar leeren. Na, doch nicht da. In der Kiste. Aber die Steine brauchen wir nicht mehr. Die kommen weg. Holz kommt da rein. Metallschrott. Die Nägel müssen wir auch nicht dauerhaft mit uns tragen. Das auch nicht. Das da nicht. Ja. So, Dünger können wir wieder herstellen. Oder, naja, Dünger ist das, wie gesagt. Eigentlich ist es nur Torf. So, Fertigung. Anfertigen. Fertigung. Anfertigen. Ja. Ah, und das Gemüse ist auch schon wieder reif. Ei, die Blitz. Ah, wir brauchen ja auch Energie. Die immer wieder Energie, ne? Die E während der Energieversorgung. So, jetzt will ich mal kurz das gucken. Können wir denn noch irgendwas Gescheites kochen hier, ne? Einfach mal so. Nee, können wir nicht. Das Brennholz. Fischnugget. Was gibt's da? Öl. Öl gefertigt in Rankenpresse oder Handmischer. Fischsuppe. Ah, das wäre ziemlich easy. Was gibt denn das? 24. Naja, eigentlich nicht so viel. Gebratener Fisch. 18. Das heißt, der guter Fischer. Fische entwischen dir nicht so oft. Ach so, da kriegt man noch einen Perk dann. Also das heißt, naja, es ist eigentlich nur ein Effekt. Was können wir denn noch? Gebratenes Fleisch. Karottenschnitzel. Omelette. Rübenscheiben. Machen wir mal ein paar Rübenscheiben. Es gibt sogar ein bisschen mehr wie die Karottenschnitzel. Ach komm. Die bauen wir so eigentlich eh nicht. Dann kann der Ofen mal wieder bollern. So, morgen ist Kirchentag und wir haben keine Punkte mehr. Okay, im Moment. Ja, dann gehen wir mal knacken, ne? Es hilft ja nichts. Aber ich will hier aufs Essen warten. Ich kann sonst nichts machen und ja. Dann lassen wir den Astrologietag sausen hier. Das heißt. Ja, wir können eh nichts mit dem machen hier. Der will ja auch irgendwas. Der will ein Tagebuch. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, und es steht und fällt jetzt alles halt mit diesem elenden Ofen, ne? Das ist das Problem. Ah, ja, es ist neblig. Es ist wieder Nacht gleich. Gut. So, aber jetzt können wir den Ofen zusammenbauen. So, ja, der leuchtet doch schön hier. Ach so, ja, stimmt. Wir brauchen ja wieder Brennmaterial. Warte mal, was braucht der eigentlich? Eisenbahn? Ach so, das eine aus Schrott. Da braucht er weniger Brennstoff wie hier aus Eisen, Stein. Und es regnet. Na toll. Warte mal. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Kohle mitgeholt. Das können wir mal reinschmeißen. So, verdammt, das kann man nicht abbrechen. Ich wollte mehr machen wie einer. Oh Mann. Ja, das finde ich halt auch so ein bisschen schlecht. Boah, es ist wieder ein Wetter, ey. Eidenei. Ja, dann müssen wir das mal warten, bis der Eisenbahn fertig ist. Mensch, Nerv. Ich sehe gar nichts mehr vor. Eieiei, es ist neblig. Yes, es ist nah. Der Regen ist ja so laut.
So, gut, dann gehen wir mal in die Kirche. Macht das wenigstens ruhig. So, wir können ja schon mal eine Predigt halten. Dann haben wir das nämlich nicht vergessen. Was? Schau doch mal. Es ist heute Kirchentag. Es ist noch zu früh anscheinend. Ja, nur der frühe Vogel fängt den Wurm, ihr wisst doch. Also ich kann ja auch nichts. Eine Truhe könnte ich bauen. Wofür? Wofür? Ja gut, da könnt ihr verschiedene Glaubensgebete reinschmeißen oder so. Ja, ich warte jetzt gerade wirklich nur, dass ich jetzt kann, oder? Es geht noch nicht. Also der Mond muss ganz weg sein. Gut, dann legen wir mal kurz das Sach hier unten in die Kammer. So, Geschichte. Geschichte, okay. Alles mal hier reinschmeißen, was wir eigentlich jetzt gerade nicht brauchen. Okay. Das da auch. Das haben wir schon die ganze Zeit in der Tasche und brauchen es nicht. Ja, wir brauchen hier unbedingt den Arbeitstisch, sonst geht es hier nicht weiter. Dazu brauchen wir, oder ja, wir brauchen den Arbeitstisch und den Tisch. Wir müssen dann Glas schmieden oder schmelzen. Ja, eigentlich bräuchte man schon zwei Öfen dann wieder, ne? Einer für Glas, einer für Eisen. Für den Tisch brauchen wir Nägel, also es hängt auch wieder am Eisen, ne? Das ist hier der Dreh- und Angelpunkt momentan, dass wir wirklich da dran hängen. So, zu dir kommen wir noch, aber ja, da musste ich ein wenig gedulden. Der hätte schon lange hier den Schritt wegräumen können, ne? So, ja, der Mond geht langsam. Ich warte wirklich hier auf den Tagesbeginn. Geht es? Nein. Ah, jetzt. Es geht nicht und wie geil. So, dann wir haben nur das. Ja, gut, 50% und fertigen. Geht noch mehr Patre und so weiter und ja, ich würde gerne ein paar Worte sagen. Es kommen jetzt schon 4, 5 Leute. Unsere Kirche ist klasse. Das dürft ihr nie vergessen, ne? Die ist wirklich klasse. Toll. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Ja, jetzt kommt in irgendeine Patres und so weiter. Omen. Oh ja. Ja, es ist wieder fehlgeschlagen. Eure Spende sind immer willkommen. Für unseren Zaubertrick. Tolle Predigt. Ja, anstandshalber sagen sie toll. Oh, 12. Geil. 12, 12, 12. 13. Der letzte gibt nur einen mehr. Ja, das ist wieder misslungen, aber ja gut, einen Glauben oder so. So, zack. 5 Besuche, alter Glaube, einer. Gespenden 60. Ja, wieder fehlgeschlagen. Ja, 50-50 und bei 50-50 habe ich meistens immer das Pech. Oder glaube ich das bloß so, dass ich da mal Pech habe? Hallo, du Episkop, du Teleskop. Der braucht Schüsseln, nicht Schlüsseln. Schüsseln. Ja, da brauchen wir nicht lange mit dem Schnacken, weil das bringt nichts. So. Oh, da unten hat es auch geklappert. Bestattungsurkunde. Naja, und Asche. Moment mal. Ich halte mal fest, wenn ich eine Leiche beerdige, bekomme ich eine Bestattungsurkunde. Wenn ich die exhumiere und dann wieder verbrenne, bekomme ich noch mal eine. Echt jetzt? Das wäre doppelt gemoppelt. Apropos, wartet mal, das geht wahrscheinlich gar noch nicht. Wir brauchen da bestimmte Baugenehmigungen und so weiter. Es gibt ja noch eine Urnenhalle und so weiter, ne? Exhumierungserlaubnis. Burger. König besiegelt 30 solche Dinger. Ey, das können wir uns doch leisten. Ah, nee. 50 Silberlinge haben wir nicht. Eine Bauerlaubnis. Nicht Bauererlaubnis, sondern Bauerlaubnis, ne? Kaufen für 60. Ich weiß jetzt nicht genau, für was die Bauerlaubnis gilt. Rechtmäßiger Bürger, Passierscheine, rechtmäßiger. Für 3 Silber können wir rechtmäßiger Bürger werden. Hätten wir das Geld zwar, aber ja, muss jetzt nicht sein. So, hier können wir ja auch noch nicht machen, ne? Lesen. Dieser Teil ist ein Kultist, Dingsbums, Inquisitor, ja. Der kann mir mal kreuzweisen. Die Bäume können wir noch nicht fällen, aber da müssen wir aber unbedingt aufräumen. So, ich stolper gerade schon wieder über meine Zunge, weil ich mich überholen will, gerade wieder mal. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Angewohnheit. Ihr hört mir ja zu, ich brauche mir ja nicht überholen. So, hier können wir Dings ernten. Ja, da müssen wir einen neuen Platz bauen, wieder zu verbrennen. Aber es eilt jetzt gerade nicht. Wir haben gerade nicht vor. Ist jetzt erstmal das mit dem Ofen da. Ah ja, unsere Bahn ist fertig. Hier kriegt man auch einen roten Punkt. So. Fertigung. So, und jetzt kann ich eigentlich auch rückwärts machen. Nee, geht nicht, okay. Geht immer nur vorwärts.
11 Eisenbahn. Brauchen wir dringend. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wer den Tisch. Wie war denn das mit dem Zeug entfernen? Wir können mal ganz kurz gucken. Ah, da ist wieder weiter Schnitzeldinger fertig. So, ein Haufen grünen Punkte. Ja, das ist nett. Also da können wir später mal wieder groß freischalten. Ausräumung. Ach ja, wir brauchen Eisenstücke. Einfache, also keine Nägel, sondern einfache. Das dürfte jetzt aber kein Problem sein. Da war schon wieder was liegen. Ja, das geht relativ schnell, das Kochen. Eisenstücke waren an diesem Holzdinger da. Ja, mit einem Barren. 4 Stück jeweils. Wir haben ja nur einen Barren. Das ist der Probebarren. Man muss ja mal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert, das Ganze, ne? So, bim, bim, bim. So, mehr geht hier eh nicht. Einfache Eisenstücke. Das heißt, wir können unser erstes Ding entfernen, oder? So, offen. Jawohl. Ja, das können wir auch mal wieder ins Inventar hier legen. So, machen wir da rein, weil wir haben jetzt gerade keine Pilzspieße mehr. Ja, ich bin so ein Spießer, ne? So, wir machen. Das machen wir mal weg. Macht den Weg frei. Ja, Volksdreif bei Eisenbanken. Endlich, jetzt endlich geht's mal los hier. Jetzt ist das, wo wir Eisen herstellen können. So, ja, müssen natürlich auch hier. Dann haben wir es nicht einfacher. Und dann können wir nämlich, wenn wir, wo, je nachdem, wo wir sind, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier kann man noch Zeug zerlegen. Vielleicht kriegt man auch Eisen raus. Nägel, sehr nett. So, hier ist auch noch irgendwas. Moment, macht das Sinn? Das macht ja keinen Sinn. Man kommt halt nur ein bisschen schneller hier rum. Also das können wir ganz zum Schluss hier räumen. Turbo Boost. So. Ah, Moment mal. Verlassen. Eintreten. Das wissen wir erst jetzt, weil wir da jetzt mal durchgekommen sind. Da kommen wir schneller in die Stadt über unterirdisch. Also wir haben hier mordsmäßig Katakomben, die weitläufig sind. Und was bringt das hier noch? Die Luke ist gerade geschlossen. Okay, steht bestimmte Kiste oben drauf. Gut, also klar, wir kommen hier in die Stadt. Ich meine, der Weg ist dasselbe, aber unterirdisch. So, blub, blub, blub. Was brauchen wir da nochmal zum Ausräumen? Wieder einen Holzbalken. Keile haben wir genügend momentan. Und wieder 4 von den Dingens da. So, was ist das hier? Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Ja gut, wir haben den Schlüssel. Ja, brauche ich nicht 5-mal sagen. So, die Dinger. Ne, die kann ich nichts mit anfangen. So, hier unten ist unser Dingsbums. Kommen wir da eigentlich auch noch rüber? Ich weiß es gar nicht mehr. So, schön. Also langsam geht's mal voran. Das freut mich natürlich. Verlassen. Da haben wir schon. Ah, noch eine Eisenbahn. Jawohl, perfekt für Meter. Ja, dann können wir ja noch einmal Eisenstücke bauen. Arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ne? Geht immer nur. Heute ist der Frau Anmuttag. Ja, also vergesst nicht. Heute ist Anmuttag. Warte mal, wie war denn das jetzt mit dem Ofen? Na, wir haben eh keinen Platz. Nee, Lego braucht schon gar nicht lang Dünns. Wir brauchen diese Spezialteile, um unseren Hof zu erweitern, weil sonst wird es nichts. Ja, es ist halt wirklich so begrenzt, leider. Es gibt eine Mod, ja, wo man überall bauen könnte, aber das finde ich dann zu einfach schon fürs Spiel. Ich will ja wirklich nur Quality of Life Sachen haben, ne? So, wir könnten mal kurz den Garten im Sturm ernten hier. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, oder wie war das? So, pluck. Und pluck. Also Karotten haben wir jetzt dann genug, ne? Aber leider ist es halt auch so ein Draufleger, das Geschäftle, weil wir momentan mit dem Humus da, wo wir da produzieren, nicht wirklich weit kommen, weil wir da nicht viele Samen rausbekommen. So. Fertigung. 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 Mimi. Ja. So. Fertigung. Fertigung. Und fertigen. Apropos. Hä? Achso, habe ich eingepflanzt.
war gerade hier verwundert. Ja, das ist ein bisschen manchmal komisch. Das habe ich jetzt da unten gemacht. Na egal, dann machen wir halt hier. Wir pflanzen hier gerade mal die Samen ein. Die hatten wir schon mal hier. Und das hat sich gemerkt. Das ist eigentlich ganz nett. So, da geht nochmal. Jawohl. Hat man Hammer eigentlich auch? Ja. Da hat man nämlich immer Rüben drin. Da haben wir nichts mehr karottentechnisch. Ja, mehr haben wir eigentlich im Moment nicht an Samen. Gut. So, das hat wieder hier gewirkt. Gut, alles klar. Mitarbeiter Salat draufschmeißen. Sieht halt so ein bisschen danach aus, ne? Sehr schön. Haben wir da noch einen Balken? Ein Balken sei schon ein Dingsbums. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, hier können wir Balken bauen, ne? Oder? Eisenmeißel? Ah, wir können Eisenmeißel basteln. Muss jetzt aber nicht sein. Wir wollen eine Holzplanke. Da sage ich mal danke. So, perfekt. Gut. Dann können wir noch mal ein Dingsbums hier unten im Keller zerlegen. Oder freiräumen. Eigentlich ist er nur eingestürzt, ne? Ah, der Typ ist da. Hallo. Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und der Prior dieser Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheit. Ich habe einen Dolch und keinen Skrubel, ihn zu benutzen. Versuche ihn zu überzeugen. Hammer nicht, bedrohe ihn. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir gehen einfach mal. Ich weiß nicht, was ich bedrohe. Warte mal, gehen? Machen wir kurz einen Speicher. Ah ne, der geht. Bin beschäftigt. Okay. Ja gut, es war jetzt auch nicht sein Tag. Der Tag ist das hier mit diesen Hörnern da. Ich glaube, Stier wäre das Sternzeichen oder so, kann das sein. Das ist. Ja, das sind alles so astronomische Zeichen, klar, aber gut, wobei Mond jetzt hier. Oder zum Beispiel, das wäre der Mars, ne? Und das hier ist eigentlich Symbol für Frau, ne? Also männlich Symbol, Frau Symbol, wobei männlich Symbol normalerweise mehr so schräg nach rüben geht. Also, der war jetzt extra für uns nochmal da, dass der oben seinen Satz loswerden konnte. Moment mal. Holzbalken? Hä? Habe ich jetzt nicht mitgenommen? Moment mal. Habe ich was Falsches gebaut? Habe irgendwas Falsches gebaut? Und ich habe nicht mitgenommen. War das ein weiteres? Holz. Nee, Holzplanke habe ich gebaut. Warte mal. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen was anderes. Balken. Ach, hier können wir auch Dinger bauen. Mit einem Nagel so. Holzmarkierung. Warte mal. Holzkreuz. Holzmarkierung. Ach, das ist zwei. Ah ja, okay. Wo bekomme ich jetzt nochmal Holzbalken? Bin ich jetzt ganz bescheuert? Wo kriege ich Holzbalken her, Leute? Holzplanke? Hä? Ja, da schon zweimal nicht. Eisenerz? Hä? Holzscheit? Konnte doch. Hä? Moment mal. Bauen und Handwerk. Sägen. Sägebock. Mock, Mock. Holzfäller. Holzarbeit. Holzplanke. Ah. Mit der Kreissäge. Ja, da brauchen wir noch ein paar Pünktchen. Okay, irgendwas ist ja immer. Aber okay, ich hab's mal wieder verbaselt, ne? Hat man da unten Lehm. Keramikschüsseln an Drehscheibe, okay. Wir haben eh keinen Platz, aber wir können es freischalten. Das sind nicht viele Punkte. So, zack. Keramikfeuerung. Aha, man kann es auch noch glasieren, dann Porzellankrug. Mal gucken, was gibt's denn sonst noch so? Ah, da brauchen wir. Ja, ist noch nicht da. Da brauchen wir überall halt blaue Pünktchen, die wir nicht haben im Moment. Hier können wir uns auch nichts leisten, weil blau fehlt.
Trost des Glaubens, Kirchenbänke. Licht des Glaubens, Kerzenständer 1. Was macht mehr Sinn? Ja gut, da braucht man Kerzen, aber die können wir dann auch herstellen am Kirchenarbeitstisch. Kirchenbank, ich glaube, das bringt uns im ersten was her. Ich schalte mal frei. So, Bücher schreiben, Kapitel, ja, da wird man halt Forschung bekommen, wahrscheinlich. So, was können wir hier noch freischalten? Verbesserung. Kiste und Beet mit Stäben, ja, die roten Punkte haben wir. So, ein bisschen Forschung hier machen, so. Okay, ich denke, das reicht erst wieder. Ach, Mist. Ach, Lego. Hättest du lieber die Insekten, halt, dann hätten wir beim Fischer weiterkommen können, aber okay. Jetzt kriegen wir alles. Ja, Leute. Und ich sag auch mal erst wieder danke fürs Zuschauen bei euch. Ne? Schön, dass ihr da wart. Und das nächste Mal geht's auf jeden Fall wieder weiter. Euer Lego. Bye, bye.